Aus meiner Sicht ist eine wesentliche Erkenntnis der Sondersitzung des Innenausschusses, dass in Nordrhein-Westfalen nach wie vor das Bewusstsein nicht ausgeprägt genug ist, dass Fehler gemacht wurden. Ich kritisiere vor allem auch am Verhalten des Landesinnenminister Jägers, dass er nicht die notwendige Demut an den Tag legt, dahingehend, dass in Nordrhein-Westfalen aus meiner Sicht der Fall Amri nicht mit der erforderlichen Dringlichkeit, Ernsthaftigkeit und auch Vehemenz betrieben wurde. Mir geht es beileibe nicht um persönliche Schuldzuweisungen, aber man kann schlichtweg nicht zur Tagesordnung übergehen und man kann einfach auch nicht behaupten, dass in Nordrhein-Westfalen alles rechtlich Mögliche ausgeschöpft wurde, was die schon damals rechtliche Grundlage hergegeben hätte, um Amri beispielsweise schneller auch in Abschiebungshaft zu nehmen.